Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Willkommen zurück. Es ist der 21. August 1915. Ungefähr ein Jahr lang tobt jetzt schon dieser Krieg. Und wie ist die Lage? Wie ist die Lage für die Mittelmächte? Ich würde sagen, nach wie vor, ich wiederhole mich, vorsichtig optimistisch. Denn die Ostfront, die russische Front, scheint hier so ziemlich zu zerbröckeln. Hier unten stehen sie noch einigermaßen stark, aber hier oben, da ist die gesamte Front der Russen zusammengebrochen und es gibt plötzlich jetzt wieder die Chance, auf Königsberg zu marschieren und das Ganze zurückzuerobern. Mal schauen, wie weit wir dort kommen. Hier unten sind sie noch relativ stark, aber ich habe das Gefühl, dass sie vor allem hier irgendwie substanziell versuchen, im Kaukasus vorzudringen. Hier werfen sie uns extrem viel entgegen. Und wie lange das hier hält, weiß ich auch nicht. Die Osmanen sind sowieso ein Problem, also eine Schwachstelle. Nein, das ist gemein, so zu formulieren. Sie sind extrem unter Druck. Hier unten ebenfalls auf der Sinai-Halbinsel entsprechend. Ob wir das halten können, ist alles so ein bisschen fraglich. Hier in Italien habe ich das Gefühl, das Gebirge kriegen wir gut verteidigt. Im Moment keine wirklich gefährlichen Angriffe der Italiener. Damit bin ich zufrieden. Hier an der Westfront gab es zuletzt einen kleinen Rückschlag. Wir haben hier ein bisschen was verloren. Allerdings haben sich die Franzosen natürlich jetzt auch hier extrem vorgewagt. Und dieses Korps wird vermutlich nicht mehr lange hier so existieren. Die Frage ist, können wir noch weitere Angriffe woanders durchführen? Tendenziell ist das jetzt hier ein interessantes Ziel. Oder vielleicht auch mal wieder hier vor Épinal. Müssen wir mal gucken, um hier eine Verkürzung hinzubekommen. Auch das ist möglich, dass wir jetzt uns hier vorkämpfen. Gut, wir starten mal wie üblich rein, gucken, ob diplomatisch was sich getan hat. Hat es nicht, außer bei den Norwegern, die jetzt 11% auf unserer Seite sind. Griechenland ändert sich auch nicht viel. Forschungstechnisch rücken wir ja langsam voran. Ich warte auf Artilleriewaffen vor allem auch. U-Boot-Entwicklung geht auch hübsch weiter. Schauen wir mal, Panzerentwicklung geht sehr, sehr langsam. Hier dauert alles noch ein bisschen. Wir hatten ja das letzte Mal hier irgendwas bekommen. Warte mal, aktiv haben wir hier Luftschiff. Ja, da genau, das habe ich im Übrigen vergessen. Wir können natürlich auch aktiv mal unser Luftschiff dann auch wirklich upgraden. Da muss ich jetzt mal dran denken, ob es vielleicht wichtiger ist, es einzusetzen oder es abzugraden. Habe ich hier irgendwas übersehen? Hier sind wir alle bei 0. Infanterie, Kriegsführung. Ah, nee, schaut mal. Das war doch kein aktiver Perk, sondern ein passiver. Gott sei Dank. Jede neue Stufe erhöht die Einheitenmoral von allen Infanterie- und Kavallerieeinheiten. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt für uns. Sehr gut. Für die Osmanen vor allem. Gut, so viel Vorgeplänkel. Jetzt kommen wir hier zu spannenden Themen. Nämlich, ja, schaut mal. Das ist alles sehr schwach, was jetzt hier um Königsberg steht. 4-1, 4-1. Das sieht ganz so aus, als könnten wir dieses Korps vernichten. Ja, 4-1, hervorragend. Hindenburg hat sein nächstes Eiserne Kreuz bekommen. Und erledigt. Leider dann noch einen Schaden bekommen. So, jetzt müssen wir gucken. Wir wissen nicht, was in Königsberg steht. Aber vorrücken wäre schon sehr attraktiv. Wir könnten mit dem Zerstörer hier angreifen, dann wissen wir es vielleicht. Wir könnten aber auch mit dem Zeppelin hinfliegen. Machen wir mal. Oh, Abfangjäger da oben, ernsthaft. Ah, Glück gehabt. Okay, da stehen zwei Korps. Tja. Aber es ist so, so verlockend. Weil da ist niemand. Also die haben die ganze Front hier aufgegeben. Ich meine, wir können jetzt noch nicht angreifen und die Position ist mal wieder dämlich hier mit dem Fluss. Wir kennen das Thema. Aber dennoch, wir haben gute Einheiten hier. Wir können ja erstmal dieses Korps vorschicken. Obwohl, bringt das was, irgendwen vorzuschicken? Das müssten wir schon mitbesetzen. Leider können wir nicht verstärken in dieser Runde. Eigentlich sind die Korps die, die wir da haben wollen. Das muss ein bisschen vorbereitet sein. Ich gehe mal dahin. Wir gehen mal dahin. Wir besetzen diese strategisch wichtigen Positionen jetzt. Dass ich das noch erleben darf.
Und sichern das ab. Jetzt müssen wir aber aufpassen, ne? Hier kann natürlich auch was stehen. Wir sichern das ab, indem wir hier erstmal hinziehen, würde ich sagen. Da steht nämlich tatsächlich was. Also so ganz ungesichert ist das Ganze nicht. Und ja, gehen wir jetzt noch weiter vor. Müssen wir eigentlich. Aha, da ist diese brandgefährliche Artillerie. Die könnten wir sogar erreichen, Leute. Aber dann stehen wir total blank. Du kannst auch noch einen Angriff machen. Da stehen wir nicht total blank. Das machen wir. Drei Schaden, immerhin. Ich glaube, das hat sich gelohnt und einen enormen Erfahrungswert bekommen. So, dann positionieren wir dich mal hier, damit du jetzt hier unseren Nachschub sicherst. Und Hindenburg kommt hier hin. Oh, Leute. Was haben wir für neue Einheiten hier? Ein weiteres Korps. Ja, Leute, hier ist jetzt einfach, hier sind wir jetzt, hier haben wir Möglichkeiten. Das Korps positionieren wir auch hier. Ist doch klar. Jetzt ist hier so richtig die Bewegung drin. Ich wiederhole mich. So, dich verstärken wir einfach. Hier wiederum ist keine Bewegung, sind ja auch nur einfache Abteilungen. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier ein Korps, das ist eine Abteilung. Das Korps muss verbessert werden. Geben wir die 100 Punkte aus. Und die Frage ist, können wir hier irgendwas machen? Ich würde ja gerne Lodge irgendwie einkesseln. Aber, also die Österreicher können langsam hier so ein bisschen vorrücken. Wie können wir das von deutscher Seite unterstützen? Wir müssen erstmal sehen, was da los ist. Schwierig. Wir können uns mal aus dieser Position herausbewegen, würde ich sagen. Und zwar ein Feld. Okay. Dann graben wir uns hier erneut ein. So. Und dann gucken wir mal. Die können eigentlich auch einen Schritt nach vorne gehen und sich erneut eingraben. Okay, ziehen wir hier mal langsam ein bisschen zu. Ihr bleibt hier nochmal stehen als Abteilung. Die rücken wir später nach. Ihr bleibt hier auch stehen und du bleibst auch stehen. Hier lohnt sich auch kein Angriff. Du kannst wieder in Katowice Position beziehen. Oder vielleicht. Ja, nee, mach mal. Und ebenfalls eingraben. So, dann haben wir das hier soweit geklärt. Dann gucken wir mal, was die Österreicher hier leisten können. Ich schaue nochmal. Nein, das will ich gar nicht schauen. Ich will schauen, genau, was haben die hier für neue. Also eine Abteilung. Das ist gut zu wissen. Die können wir ja auch in der Regel hier positionieren, ne? Ja, das kann uns helfen bei den Überlegungen. So. Diese Position möchte ich eigentlich nicht räumen. Wie weit? Wir kommen mit der Kavallerie relativ weit. Wir müssten eigentlich mal sehen, was hier hinter ist. Wagen wir uns hier hin oder versuchen wir erstmal hier? Wir müssen ja hier möglicherweise diese Position zurückerobern. Ja, da kann die Kavallerie auch noch wichtig werden. Insofern lasst uns hier die Artillerie nochmal zum Einsatz bringen. Ja, Abfangjäger. Oh, zwei diesmal. Ne, wir müssen. Ah, wir müssen, glaube ich, langsam mal Flieger. Das sage ich schon länger, ne? So, was haben wir für Befehlshaber? Der ist der bessere. Dann müssen wir das mal feintunen. Modus halbautomatisch. Bitte freistellen. Ah, der hätte nicht sein gemüsst. Auch freistellen.
Unterstellen, unterstellen. Ah, geht nicht. Gut, dann gucken wir mal. 2, 3, 2, 2, 2, 2. Dann greifen wir hier an. Ja, nach Plan. Nicht ganz nach Plan. Und den erledigen wir damit, ja. Ach Gottchen, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das heißt, wir stehen hier immer schwieriger. So, jetzt die Frage, wer besetzt denn diese Position und ist das aussichtsreich, das zu besetzen überhaupt? Ja, wir machen es mal. Auch hier sind sie ja einigermaßen geschwächt. Aber das könnte natürlich jetzt hier ein Problem werden. Wir könnten aber hier so ein bisschen Ringel reinmachen. Wir greifen mal hier an und tauschen dann mal durch. So, das ist dann schon ein bisschen stabiler. Und ihr geht auch mal hier unten hin und dann werden wir das später hier. Ja, ich glaube, da sind sie einigermaßen ungefährdet. Das heißt, jetzt ist das hier nur die Schwachstelle der ganzen Aktion. Aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Da müssen sie hoffentlich klarkommen. So, das heißt, hier sind wir aber frei, tatsächlich mal zu gucken, was dort oben ist. Okay, ein Hauptquartier. Warschau wird durch Abteilungen. So, jetzt haben wir doch eine viel bessere Lageeinschätzung. Ja, und ideal ist es eigentlich, Lodz jetzt hier zu belagern, indem wir auf jeden Fall uns jetzt mal in diese Richtung bewegen. Das ist nicht ganz ohne Risiko, wie immer. Aber es ist denkbar, dass wir hier erfolgreich sein können. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Jetzt frage ich mich, brauchen wir woanders noch eine Abteilung? Ja, wir machen erstmal hier den Zug zu Ende. Klausenburg ist das Thema. Jawohl. So, diese. Ne, das macht mal die Abteilung. Hervorragend. Und dann würde ich sagen, die Kavallerie, die bringen wir mal. Ach, die kann sich hier noch gar nicht bewegen. Dann zieh du mal hier rein, dann erobern wir Klausenburg zurück. Ach, die Kavallerie kann sich sowieso nicht großartig bewegen. Warum eigentlich? Dann ist nämlich meine Idee, dass wir mit dieser Abteilung jetzt diesen Passweg hier absichern. Und idealerweise natürlich verteidigen wir die, wobei das natürlich auch wieder doof ist. Klausenburg selbst. Naja, müssen wir dann später machen. Und mit denen ziehen wir dann irgendwann hier hin. Okay, alles klar. Das Problem ist auf jeden Fall jetzt vom Tisch. Ihr werdet hier die Stellung, glaube ich, gut halten. Wir werden euch mal eingraben. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Gut. Hier verteidigen, hier angreifen, hier oben angreifen, hier vielleicht ein bisschen nachrücken, Amboss spielen. Läuft, würde ich sagen. Bleiben wir aber nochmal bei Österreich-Ungarn und gehen wir hier zur italienischen Front. Hier sieht es so aus, als ob wir hier gar nichts machen sollten. Einfach da stehen bleiben. Aber wir können hier eingraben. Das hätten wir, glaube ich, auch schon das letzte Mal gekonnt. Machen wir es mal in die Richtung. So. Hier haben wir einmal erfolgreichen italienisches Korps vernichtet. Aber das wird jetzt nicht gelingen. Insofern gucke ich mal, gibt es. Ah, hier ersetze ich aber lieber, hier verstärke ich lieber. Das mache ich jetzt überall. Hier auch. Verlieren wir auch keine Erfahrung. Hier kann ich nicht. Das ist dann soweit in Ordnung. Bleiben wir hier weiter defensiv. Gut.
Ja, kommen wir hier hin. Ja, Tirana. Schauen wir mal. 1-4-0-3-0-3. Jetzt wird Tirana fallen. Und dann frage ich mich, da können wir eigentlich direkt mit der Abteilung reinziehen. Genau, die besetzt das. Damit wird Albanien rausgenommen. Und wir können uns diesem hier widmen. Was einfacher gesagt ist als getan ist. Ich denke, es ist sinnvoller, von der Seite erstmal hier vorzurücken. Wo sind hier die Städte? Ah, da ist die Hauptstadt. Tja, aber wir kommen nicht so schnell auf die andere Seite. Insofern müssen wir uns da vorarbeiten. Sehe ich jetzt keine andere Möglichkeit. Gehen wir hier mal langsam in die Richtung. Ich meinte, wir könnten aus zwei Richtungen angreifen. Das würde auch schon gehen. Vielleicht reicht das sogar. Machen wir es mal. Ich meine, hier ist nicht mehr viel los. Könnte passen. Gut. So. Wird er rausziehen nach Pristina? Wird er vermutlich nicht machen. Das heißt, wir können dieses Korps abziehen. Und das bedeutet, wir bringen das definitiv dann ebenfalls hier hin. Hier muss man natürlich sagen, wir haben hier eigentlich insofern auch ein Problem, weil wir gar kein Hauptquartier für diese Offensive bereitgestellt haben. Das ist auch nicht so ganz clever gemacht. Dann sollten wir auch hier mal eine Verlegung vornehmen und dann, naja, das nächste Mal dann das Ganze berücksichtigen. Ich hoffe, das steht da sicher, aber ich denke schon. Gut, die Kapitulation kannst du dahin? Nee. Ja. Ja, die werden schon nicht nach Pristina ziehen. Glaube ich mal nicht. Okay, so. Jetzt geht's um diese heikle Position. Wir haben tatsächlich jetzt ja die Möglichkeit, das Ding zu verlegen. Und wenn ich es richtig sehe, können wir das sogar dorthin verlegen, wo das Hauptquartier jetzt ist. Na, das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Dann ziehen wir das Hauptquartier. Ja, jetzt ist halt die Frage, ziehen wir das Ding da raus? Ich glaube ja, diese Position ist einfach nicht gut. Das kann da nicht bleiben. Also machen wir es so, wir ziehen das Hauptquartier hier hin. Ziehen die Einheit hier hin und verlegen die Einheit dorthin. Okay. Gut, also um ehrlich zu sein, wir haben zwar hier sind zurückgedrängt worden, aber wir haben jetzt im Moment nichts Wesentliches verloren. Solange wir diese Position halten können, ist das noch alles erträglich. Die müssen jetzt erstmal dringend verstärkt werden. Die helfen uns dann auch bei der Rückeroberung und ja, jetzt sehe ich es wieder nicht. Kann ich die dorthin ziehen? Vermutlich nicht, ne? Kann ich noch weiter verstärken? Ja. Ich weiß nicht so genau, ob der da durchziehen kann. Das wäre sehr unangenehm. Das ist immer das Blöde, ne? Aber ich glaube, der kann da nicht hin. Außer natürlich mit Gewaltmarsch. Na gut, gehen wir mal davon aus, dass er das nicht macht, weil die sonst ihre Front zu sehr auseinanderziehen. Hoffen wir das mal. Ich meine, wir könnten die Einheiten mit Gewaltmarsch dorthin legen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Zur Sicherung. Ist natürlich das Problem mit den möglichen Rebellen hier, aber machen wir das mal so. Dann können wir die noch verstärken. Auf 10. Gut. Dann haben wir das erstmal. Hier hatten wir doch irgendwie so eine Konstantinopel-Abteilung. Ach ja, genau, das war die. Die wollten wir wieder zurückbringen. Muss ich mal gucken. Haben wir hier neue Einheit mit den Osmanen? Ja. Ah, genau, das ist diese Abteilung. Richtig. Die wollten wir
Ja, die bringen wir jetzt mal nach Konstantinopel. Und eine Artillerie haben wir. Kommt, dann. Ah, die können wir nur im Kerngebiet aufstellen. Nee. Machen wir hier unten. Dann verlegen wir sie dorthin. So, den Rest machen wir später. Oder, warte mal, was war denn hier noch dort? Ah, das war noch eine Abteilung. Genau. Das habe ich ja als einigermaßen sicher bezeichnet. Dann würde ich sagen, bringen wir die Abteilung hier auch nochmal hin, um hier. Ja, entweder dort oder dort. Vielleicht dort einfach, um die Linie hier zu sichern. Und jetzt können wir auch noch zum guter Letzt den Kreuzer positionieren. Alles okay soweit. Gut, dann haben wir das hier erledigt. Dann kommt jetzt der schwierige Kaukasus. So, die kommen jetzt leider nicht dahin. Nur mit Gewaltmarsch. Die kommen dahin. Ah, die russische Kavallerie, die ist mir hier viel zu weit vorgerückt. Das geht gar nicht. Da müssen wir eigentlich was machen. Ah, das wird unangenehm hier. Versuchen wir unser Glück. Also, aber erstmal, nee, da müssen wir die mit Gewaltmarsch hier hinbringen. Hilft nichts. Die Stadt muss besetzt werden. Hier müssen wir versuchen, so gut es geht, zu verstärken. Es geht immerhin auf 10. Hier auch. So. Jetzt müssen hier Angriffe erfolgen. Hauptquartier geht leider nur bis hier. Das war gut. 3-1. Schön. Das ist ja erbärmlich. Müssen wir durchtauschen? Ja, das ist nur. Können wir zweimal durchtauschen? Ich weiß nicht. Es bringt jedes Mal Moraleinbuße. Versuchen wir es. Ah, okay, ich kann nicht mehr angreifen. Das war jetzt richtig dämlich gemacht. Okay, wir können hier nicht. Also das war ärgerlich. Naja. Gut. Verstärken. Verstärken, so gut es geht. Hilft nichts. Wir müssen hier so lange wie möglich durchhalten. Okay. Dazu. Dann kommt jetzt die Westfront. Und hier haben wir erstmal ein französisches Korps, was da weg muss. Das ist relativ klar. Ich glaube, das ist auch nicht so kompliziert. Insofern brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht so viel Grips anwenden. Ja, starten wir mal hier. Na, 3, 4 und schön. Dann würde ich sagen. So. Gut. Dann natürlich die große Frage, wer zieht dort rein? Wir haben noch einen Zehnerkorps hier. Das würde dann eigentlich naheliegen, die dorthin zu bringen. Und die werden wir. Ne, können wir nicht verstärken. Die haben ja gekämpft. Na gut, dann haben wir immerhin das Korps erledigt und sind hier wieder auf Linie. Kavalleriekorps bringen wir auf Maximum. So, jetzt ist die Frage, können wir auch irgendwo konstruktiv noch vorgehen? Also das wäre ja hier eigentlich mein Wunschziel. Da wir hier aber nur eine 6er-Einheit haben, wird das vermutlich nichts werden. Auch wenn wir ein bisschen umdisponieren und nachziehen könnten. Tja, oder versuchen wir es? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben hier eine Artillerieschuss bereit. Und wir könnten von dort reinwechseln. Wir könnten von hier reinwechseln. Wir könnten im Zweifel auch von hier noch reinwechseln. Das würde schon eigentlich gehen. Probieren wir es. Wir machen es. Wir fliegen mit unseren Aufklärungsbombern. Nicht viel passiert.
Nächster Versuch. Oder nächster Flug, nächster Abfangjäger. Da allerdings ist was passiert. Und jetzt feuern wir zweimal. So. Jetzt haben wir die auf Moral 47. Wir können ja noch mal gucken mit dem Luftschiff. Das ist ja noch nicht verbessert. 2-2. Wir fliegen noch mal mit dem Luftschiff. Abfangjäger sind ja jetzt schon geflogen. Okay. Jetzt, und das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, müssten wir natürlich hier die Befehlshaber definieren. Der wird freigestellt. Den würde ich gerne unterstellen. Und der Rest passt so. Tja. Naja, dann machen wir es mal, ne? 3, sehr gut. 3-1, ist ja grandios. Ja, voll. Prima. Okay, dann ist jetzt die Frage, wer marschiert dort rein? Der geht noch hin. Das heißt, wir können von hier aus sogar dann noch die Kavallerie attackieren. Das machen wir auch. 2-1. Ja, sehr gut. Das heißt, wir haben die Frontlinie wieder ein Stück vorgezogen. Ja, und eigentlich ist jetzt hier sozusagen für mich der nächste natürliche Punkt, hier eine Frontverkürzung hinzubekommen. Und dann stehen wir vor Toul und Épinal, vor den nächsten beiden großen Festungen. Und um das vorzubereiten, werden wir jetzt aus dem Metz dort reinziehen, die Artillerie dorthin bringen. Und glaube ich auch schon mal den Aufklärungsbomber, nee, den können wir jetzt immer nicht verlegen, weil wir ihn ja verwendet haben. Na gut. Jetzt glaube ich, lohnt sich dieser Angriff noch nicht. Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Hier, hier. Nee, das ist alles nicht gut. Nee. Das machen wir das nächste Mal. Vielleicht auch mit anderen Anführern. Wobei der Sechste ist hier auch nicht schlecht. Natürlich nicht so gut wie hier, aber auch nicht schlecht. Okay, dann schauen wir mal, wie wir hier nachziehen und was wir tun. Wir könnten die näher an die Front bringen. Bisschen riskant. Falls die fallen, wird dann direkt die Artillerie attackiert. Das ist immer so ein bisschen heikel. So, die Sechser werden wir verstärken. Hier oben sind wir überall eingegraben. Hier können wir nicht mehr. Tja, wir können die dorthin bringen oder die Artillerie. Eigentlich ist die Artillerie dort wichtiger. Wir könnten die hier sogar nach. Ja, wir machen das mal. Wir machen das mal so. Und wir machen das so. Und dann so. So, Chalon. Hier können wir verstärken oder uns eingraben. Wir gucken mal, was das Verstärken. Achso, wir haben ja noch gar nicht so viel Erfahrung. Ja, verstärken wir hier erstmal lieber auf 10. Hier geht im Moment nichts. Gut, dann werden wir hier noch die nachfolgenden Truppen verstärken. Gut, gut, gut. Hier oben haben wir noch eine Kavallerie, die wir maximieren. Ja, mehr kommen wir im Moment hier gar nicht ran. Dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wir können hier ein Jagdflugzeug noch runterziehen. Ja, gut, dann haben wir die Front auch bespielt. Check noch mal kurz die Frontlinie. Du kannst dich noch eingraben, habe ich gerade gesehen. Hervorragend. Hier ist alle Gräben. Das können wir hier leider noch nicht. Der ist jetzt erstmal ohne Verteidigung. Also ohne eingegraben sein. Hier ebenso. Hier ebenso. Da haben wir verstärkt. Und dort stehen wir solide. Gut. Dann neue Einheiten haben wir nicht. Dann haben wir hier einen Zerstörer, aber den werde ich mit den U-Booten nicht angreifen. Wir werden jetzt erstmal hier weitere Upgrades machen. So, der ist jetzt voll einsatzfähig.
stationieren wir ihn erstmal hier. Mit Zerstören will ich im Moment nichts zu tun haben. Das U-Boot bringen wir hier rein. Das wird dann auch verbessert. Wir können... Ah, das ist auch schon voll einsatzfähig. Das Problem mit den Minen ist ja folgendes, dass wir sie nicht auf oder neben diesen Handelslinien legen dürfen. Das würde die Handelsschifffahrt stören. Aber eigentlich, wenn wir hier eine Mine legen, müsste das auch funktionieren. Ich probiere es mal. Legen wir die mal hier hin. Und dann ziehen wir den Zerstörer wieder zurück. Gut, hier haben wir jetzt einen Hafen frei für irgendwelche Verbesserungen. Das U-Boot, das hat aber schon die Verbesserung. Das können wir dann jetzt auch schon mal einsatzfähig machen. Hier auch. Gibt es jetzt eigentlich welche, die noch nicht? Ja, das und das hier unten. Okay. Prima. Ja, dann wird es spannend, weil dann ist jetzt die Frage, was stellen wir mit unseren U-Booten an? Ich denke, es sollten, na, ich sag mal, zwei zurückbleiben, um so eine Art Notverteidigung sicherzustellen. Und der Rest, wie viel haben wir denn eigentlich insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 U-Boote können jetzt vielleicht dann mal auf die Jagd gehen. Ist das hier eigentlich ein U-Boot, das wir... Ah, schaut mal. Das ist ein U-Boot, das wir sehen, weil es auf der Linie steht. Ja, die können... Ein französisches ist das, ne? Ja, die können auf die Jagd gehen. Und hier vielleicht erstmal diese Routen... Die wären natürlich hier richtig prickelnd. Aber dann verärgern wir im Übrigen auch Amerika. Ja, das ist noch interessant. Aber ich glaube, langsam sind wir in der Lage, das zu tun. Gut, flottentechnisch gibt es also hier erstmal nichts. In der Adria waren wir stark in Bedrängnis geraten. Ich versuche einfach nochmal, das U-Boot irgendwo hinzuziehen. Ja, machen wir es mal so hin. Und das U-Boot, das geht jetzt hier auf Tauchstation. Hat natürlich mit dem Schlachtschiff direkten Kontakt. Großartig. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr angreifen können. Aber wir können irgendwohin noch verschwinden und abtauchen. Nein, nein, ich Depp. Ah, na gut, man konnte es nicht ahnen. Da haben sie tatsächlich Seeminen gelegt. Ja, wir haben aber noch Punkte möglicherweise. Oh ja, einige. 281 für das Deutsche Reich. Mhm. So. Vielleicht gucke ich aber erstmal beim Kauf. Und ich denke, wir kaufen mal... Ein Jagd... Ne, eins, schaut mal, das ist jetzt schon teurer, sehe ich das richtig? Ach nee. Doch. Haben wir nicht ein Jagdgeschwader schon in Auftrag gegeben? Kam mir so vor, aber ich sehe hier nichts. Produktion. Haben wir. Aber wahrscheinlich sollten wir mehr haben. Das genügt eigentlich noch nicht. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Lass uns auf jeden Fall erstmal einen Chor kaufen. Das ist immer gut. Dann haben wir noch 146. Und wo hinken wir hinterher? Grabenkriegsführung haben wir jetzt schon 3 investiert. Hier, da will ich mehr haben. Da brauchen wir mehr. Wir investieren nochmal 100, dass wir hier schneller vorankommen. Okay, das war's dann mit den 220 für Österreich-Ungarn. Okay, das ist ja recht viel. 2 Cores, die wir noch vergünstigt kaufen können. Ich glaube, das machen wir. Eins davon. Und für 85... Bleibt nicht viel Interessantes übrig. Produktionstechnologie verringert den Kauf. Ja.
Machen wir das mal. Okay, und dann haben wir noch 82 mit den Osmanen. Und da ist aber das Problem. Na, schauen wir mal. Ja, ein Chor würde ich mir gerne leisten. 135 kostet das. Ja, insofern kann ich da leider nichts investieren. Müssen wir sparen. Vielleicht haben wir das nächste Mal die Mittel dafür. Gut, dann schauen wir mal, was der Gegner zu bieten hat. Albanien kapituliert, genau, das ist das Erste, was er zu bieten hat. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwelche Konsequenzen hat. Grabenkriegsführung haben wir jetzt. Das ist gut. Die nächste Stufe. Das heißt, wir können jetzt auch die Dreier-Verschanzung haben. Spionageaufklärung Stufe 1. Und Grabenkriegsführung auch für die Osmanen. Hervorragend. Das war ja forschungstechnisch jetzt sehr schön. Und wir kriegen wieder was aus Norwegen. Auch gut. Ja, jetzt werden wir gejagt. Glück gehabt. Schade, dass wir die Kavallerie nicht erledigen konnten. Ja, er ist nicht mehr in der Lage, dort alles zu verstärken. Das ist schon erfreulich. Aber es hält sich tapfer dort. Also von den Italienern gibt es ja nur eine Gefahr, dass sie irgendwie eine Landung machen über die Adria. Das würde uns ziemliche Probleme bereiten. Da taucht wieder das russische Schiff auf. Das kennen wir schon. So, jetzt werden wir die Bodenangriffe vorbereitet. Oh, Marinebombe oder was ist das? Oioioioioi. Die angeschlagene Artillerie, die haut uns natürlich jetzt auch noch was weg. Oh mein Gott, die ist so gemein. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Was ist denn das? Das kann das Chor alleine kann das. Das ist doch der Hammer, oder was? Das will ich auch haben. Was haben die denn in Artillerie investiert? Dieses Chor ist leider weg. Und das tut weh. Das ist so ein gutes Chor. Das tut weh. Das wird weg sein. Ach, verdammt. Also diese Artillerie, die kann man ja nicht hoch genug einschätzen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ist die gleiche Position wie hart umkämpft. Ja, das war's. Oder? Ja, schade. Zerstört. Tapfer noch gewehrt. Ah, bitter. Ah, langsam wird es da auch eng. Oh mein Gott. Gott, wie lange können wir dort noch durchhalten? Die greifen da schon mit Abteilung an.
Sag mal, hatten wir das letzte Mal das vergessen? Ich hab den. Oh Gott, das ist ja ärgerlich. Ich hab das vergessen. Ja, jetzt doch, Pristina. Ich fasse es nicht. Jetzt machen sie es doch. Oh nein! Ah, die werden in die Stadt gezogen. Gut, dass wir die noch besetzt haben. Oh, das mit Pristina ärgert mich ja jetzt wirklich. Okay, aber die Front sieht besser aus. Das können wir vielleicht halten dort auf der Sinai-Halbinsel. Venizelistische Kräfte übernehmen die Macht in Thessaloniki. Oh, das könnte dort diese... Nein. Okay, wow. Okay, alles klar. Das ist jetzt ein Problem. Große Menschenmengen wohnen der Enthüllung des Eisernen Hindenburg in Berlin bei. Ja, zu Recht, er hat ja auch hier viel geleistet. Aber Griechenland verändert natürlich jetzt die Lage dramatisch. Gut, ein Korps verloren. Okay, wir haben Geheimdienstberichte. Jetzt, weil wir, glaube ich, Stufe 1 haben, wird uns jetzt zufällig irgendwas mitgeteilt. Herr Kriegsminister, Scheich Sidi Ahmed Asch-Sharif, Anführer der Senussi in der Kyrenaika, ist uns weiterhin treu ergeben und sehnt sich nach dem Tag, an dem er die Italiener aus seinem Territorium vertreiben kann. Er ist bereit für eine Revolte, bittet aber um Offiziere, die seine Männer anführen sollen, und um Waffen und Ausrüstung, um sie zu bewaffnen. Möchten Sie 50 investieren, um die notwendige Unterstützung für diesen Aufstand zu leisten? Bis zu Italiens Eroberung von Libyen im Jahr 1911 gehörte die Region zum Osmanischen Reich. Die dort ansässigen Senussi waren eine religiöse Sekte, die Verbindungen zu ihren ehemaligen Herrschern unterhielten. Als die Italiener 1915 in den Krieg eintraten, erhoben sich die Senussi gegen sie und die Aufstand erhielt osmanische Unterstützung, häufig mit Hilfe deutscher U-Boote. Der Aufstand der Senussi erwies sich für die Italiener und Briten in Nordafrika als ein Dorn im Auge. Da unsere Unterstützung dieser Revolte mit ziemlicher Sicherheit mehr feindliche Ressourcen binden würde, als wir eigene dafür aufwenden müssten, wird empfohlen, hierzu Ja zu sagen. Sollten die Senussi erfolgreich sein, könnten wir vielleicht sogar eine reguläre Einheit in der Kyrenaika ausheben, was uns möglicherweise stark genug machen würde, um von Westen aus in Ägypten einzufallen. Ja! Senussi-Aufstand in der Kyrenaika. Sehr gut. Okay, wir können ein Korps einsetzen. Für Österreich-Ungarn ein Jagdflugzeug und ein weiteres Korps. Und das sind Partisanen, die wir aber im Moment jetzt nicht aktiv führen können. Die sind jetzt einfach nur da und ärgern den Gegner. Nun gut, das Entscheidende ist aber Griechenland. Und Griechenland ist jetzt in Kürze, ich weiß gar nicht, ob in dieser Runde, nee, in dieser Runde glaube ich noch nicht, Teil der Entente. Und das bedeutet, dass wir hier eine Grenze haben zum Feind, die wir besetzen müssen. Und das bedeutet auch, dass wir schleunigst mit Montenegro fertig werden müssen und dass diese ganze Aktion mit Pristina jetzt uns richtig, richtig zurückgeworfen hat. Ah, ich habe es noch dreimal gesagt, dass es ein Problem werden könnte, aber sagen hilft nichts. Nun gut, dann schauen wir mal. Ja, im Prinzip ist jetzt aber der Weg frei. Das ist insofern gar nicht, vielleicht gar nicht so schlimm. Wir müssen dem bloß irgendwie Einhalt gebieten. Der Weg ist nämlich frei, um jetzt hier die Hauptstadt zu umkreisen. Und dann müssten sie eigentlich aufgeben. Und dann haben wir die Korps frei, um gegen Griechenland vorzugehen. Ja, und möglicherweise müssen wir hier tatsächlich auch in der Richtung noch was abziehen und können nicht alles hier gegen die Russen werfen. Ja, neue interessante Entwicklung, sage ich euch. Dieser Verlust, es war nur ein Korps, aber es war ein wichtiges Korps, das schmerzt
dieser Verlustschmerz jetzt wirklich. Aber gut, dafür haben wir hier vielleicht ein paar Chancen. Das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.